Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls für die Switch. Beim letzten Mal gestorben hier bei den tausendköpfigen Viechern. Sind wir jetzt gelandet wieder, gehen wir auch direkt rein und werden die versuchen die wieder zu killen. Aber ich habe ihn belegt mit den Pfeilen, ich habe nicht mehr so viele Pfeile. Deshalb würde ich diesen Kristall-Dingsbums nehmen, den wir haben. Kristalllanze da, die wir haben. Wo ist eine Blitzsperre? Da, Kristallhellbarde, die ist ja schön lang. Und vielleicht macht es Sinn, damit zuzuschlagen. Und hiermit. Können wir damit auch zuschlagen? Auch gar nicht so schlecht Schaden. Aber wir nehmen jetzt die Kristallbade. Da. Zack. So. So, na. Zack. So, vielleicht können wir damit auch besser rankommen. Jetzt kommen sie ja schon. Meistens gleich mit ihren Speeren. Und vielleicht können wir die ja cooler killen jetzt. Ich bin gespannt. Oh. Okay. Okay, das war ein Speer. Cool. Schwierig anzupeilen, aber jetzt. Okay. Ah. Viele. Sie kommen hier auf jeden Fall nicht rein, das ist schon mal gut. So, einer ist tot. Ach, verdammt. Kann ich so. Aber wenn wir hier rübergehen wieder? Drehen sich immer so ein bisschen. So. Sicherheitshalber heilen wir uns mal kurz. Ich möchte nicht wieder sterben hier. Ah, okay. Da muss ich echt aufpassen. Oh. Okay, heilen wir uns nochmal. Schon viel, sind schon fiese Dinger, muss man sagen. Dann auf die andere Seite. Durch dich daran, ihr Spackos. Sieht nicht aus, oder? Oh, keinen getroffen. Schnell weg! Schnell weg hier! Oh. Mann, Mann, Mann. Na, heilen hier. Okay. Auch echt fies. Also, Mann. Ah, ich darf auch nicht. Ich darf auch nicht mal rückwärts. So. Okay, können wir so nicht. Da weg. Da werden doch echt nicht weniger, oder? Kommen nicht die ganze Zeit neue, oder bin ich verkehrt?
aufpassen. Hier sind doch weniger. Aber es sind ganz schön viele gewesen. Bewegen sich zwar langsam. Aber ich glaube, die können ganz gut austeilen. Aber ich glaube nicht, ich weiß es, ich habe das schon gesehen. Trink mal ein. Ja, noch höher. Wieder so einer. Ruhig rein. Was ist da noch der da draußen? Ich bin so ein bisschen umgarn. Wir sind sehr langsam, aber die Masse macht's auch, ne? Kann man leider auch sehen. So. Keine Ahnung, wie viele das waren jetzt. Aber sie scheinen tot zu sein. So, schwingen wir jetzt unser Schwert. Fing auch ordentlich an zu ruckeln, wenn ihr es gesehen habt. Noch eine Leiche. Menschlichkeit, perfekt. Und hier auch rein? Das sah so aus, aber ich glaube auch nicht. Da liegt noch jemand, siehste? Räterseel. Hau mal gegen die Wände. Ein Geheimgang. Da liegt auch noch einer. Es gibt ja ein riesen Gebiet hier. Kann man mal sagen. Mal gucken, ob da irgendwas liegt. Das ist die Frage, wo wir jetzt längs gehen. Geradeaus, links. Erstmal links hier rein, gucken, was da ist. Verschlossen, natürlich ist sie verschlossen. Warum sollte die auch auf sein? Würde ja gar keinen Sinn ergeben. Ah. Okay. Ich dachte jetzt gerade, dass der Boden hier auch aufreißt, ne? Das sieht nämlich so aus, aber. Oder nicht? Da ist eine Tür. Geht mal hin. Das ist die, die wir von der anderen Seite jetzt haben, dass wir schneller durchkommen. Ja, das ist sie. Cool. Das heißt, wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder schneller, noch schneller hier hin. Das ist natürlich perfekt. Gehen wir mal hoch. Das ist eigentlich ganz spannend, ne, diese ganzen. Wo ist die Seele? Okay. Ja. Pferd. Seele eines Kriegers. Okay, haben wir eine Leiche runterfallen lassen. Das ist auch da, wo wir schon waren, wo wir nicht rangekommen sind, die Seite. Okay. Aber. Da gehen wir jetzt auch erstmal nicht hin. Können wir nachher holen. Wo sind wir gekommen? Von hier, ne? Genau. Den gehen wir erstmal hier runter. Das ist echt, man ist hier wirklich immer unter Hochspannung, muss ich sagen. Okay. Da ist mal, wo wir landen hier. Und, oh! Hasse ich hier, ne? Nein!
Okay. Ah, wie viele Räder hier noch drin rumschweren. Ziemlich ätzend. Diese Räder sind wirklich lästig, muss ich sagen. Wirklich lästig. Alleine geht's, aber wenn es gleich 3, 4, 5 Stück sind, dann ist vorbei hier im Spiel, finde ich. Das Rad da hinten mal anlocken? Das sieht doch aus wie ein Rad. Achso, warte. Ist ja auch noch ein Rad, das müssen wir auch mal ran. Oh! Ich wollte gerade mal ansetzen. Wird gesehen, da sind noch mehr Räder hier. Noch eins, zwei sogar. Der nächste. Oh. Hol das hoch. Nein. Oh, shit, ey. Oh. Ich dachte, ich könnte da noch so durchkommen. Konnte ich aber nicht. Gut, dass wir die Tür aufgemacht haben. Das heißt, wir kommen besser durch. Haben auch unser ganzes Leben wieder. Das ist natürlich noch besser. Alter Schwede, ey. Diese blöden Viecher, oder? Was ich so schade finde, dass ich natürlich jetzt keine Pfeile mehr bald habe. So, das war eigentlich nicht meine Idee. Aber was soll's. Ich hätte natürlich auch schnell zurückgehen können, nochmal anfangen können, na egal. Jetzt sind wir hier. Ach, die müssen wir nochmal killen? Okay. Aber von hier ist es ja dann nächstes Mal nicht so schwer. So, sollen wir alle kommen? Kann ich hier so ein bisschen umrunden? Oh. Ja. Oh oh. In der Masse machen sie doch schon was aus. Aber ich will die mal versuchen, so zu schaffen. Mit 30 Minuten mal rumzurennen. Also. Oh, oh. Das kann gefährlich werden. Warte mal. Nehmen wir es mal kurz. Nochmal. Oh, brauchen wir noch? Okay. Ist das Schiff groß? Na gut. So. Hat ein bisschen gedauert. Wir heilen uns auch kurz. Oh. Vor mir hier.
Nochmal heilen. Ja, so, wir gehen gleich weg, wieder, wie wir gerade hingekommen sind. Zwar hier oben hoch. Kann mir irgendwie nicht vorstellen. So, wir hatten auf jeden Fall richtig viele Seelen verloren. Die müssen wir nochmal wiederholen. Da. So. So, wir holen jetzt nicht alle Räder ran hier. Ah, nein! So. Leider zwei angelockt. Dumba. Heil mich trotzdem mal. Wie viele hier noch sind? Ich meine, das waren alle, oder? Okay, das sieht doch mal nach der Tür aus. Komm mal rein. Okay, hier ist nochmal eine Tür. Aus wie so ein Ehrgarten. Wie viele, das ist mal so ein Rädertyp. Oh. Alter. Erwischt hätte er schon ärgerlich gewesen. Rüstung für Anbau. Hier ist auch eine Tür? Hey, schade. Hier. Da bin ich hergekommen. Oder? Oh, hier ist auch noch ein Alter. Den Griff da haben. Seht ihr? Okay. Jetzt geht auch diese große Tür auf da. Okay. Das ist die Tür gegenüber. Ja, gut. Aber wir müssen hier nochmal durch, denn irgendwie, glaube ich, habe ich nicht alles entdeckt hier, oder? Da sind wir längst gegangen. Hier sind wir noch nicht längst gegangen. Alter, mein Schutzschild hält das gut aus, wenn man sie gesehen hat. Aber man muss ja schon aufpassen. Ist noch einer da hinten? Und hoch?
Ach, guck mal, sind wir genau hier vorne gelandet. Ach, das ist natürlich praktisch. Okay, jetzt können wir da. Da nicht, aber jetzt ist die Tür da hinten. Aber jetzt können wir da rein. Da haben wir hier schon alles erforscht. Da ist der Eingang, da ist das gewesen. Gehen wir mal hier runter, weil ich glaube, wir haben hier noch nicht, sind hier noch nicht überall durch gewesen, oder? Kann man aber runtergehen oder ist das ein Abgrund? Aber hier sind auf, liegen hier auf jeden Fall ein paar Sachen rum. Komm, die holen wir uns auch. Natürlich sein, dass es hier eine Falle auch ist. Ich merke wieder der Sound auf jeden Fall. Seele, nehmen wir mit. Da liegen ganz viele Seelen rum. Uns die mal. Darf. Klingt ja alles nicht so. Also vom Sound her klingt das hier echt gruselig. Ah, liegt auch noch einer. Ah ne, der ist, den ich getötet habe. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Da gibt's, oder geht's da hinten noch irgendwas? Wollen wir zum Abgrund gehen? Mal gucken, ob noch was gibt. Oft so, dass hier die Geheimnisse. Guck mal, man kann hier auf jeden Fall rumgehen. Da liegt sogar noch jemand. Pyromantie, Säureflut, okay. Eieieiei. Der Sound von dem fand ich nicht schön. Okay, da oben haben wir jetzt alles durch. Glaube ich. Dann geht es jetzt geradeaus weiter, ne? Gut. Hat uns das Tor aufgemacht da. Schauen wir mal, was sich hinter diesem Tor verbirgt. I'm so excited. And I just can't hide it. Da sind ja schon mal Gegner, die ich sehe. Oh. Das sieht, so ein langer Korridor oder so ein langer Gang sieht doch immer kacke gefährlich aus, oder? Ich will auch mal einen Wolf heulen. Noch ein Hinterhalt! Schnell was. Ich weiß nicht, was da noch auf der Brücke auch auf einen zukommt. Oh. Okay, pass auf. Da habe ich was Cooles für euch. Pass auf. Okay. Ah, hinter mir kommt was. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Lock dich aus! Draußen nicht angucken. Eieiei. Den habe ich nicht in Erinnerung gehabt. Ruhig mit. Wir haben hinten einen großen Kampfplatz. So. Ach, du traust dich wohl nicht, aber dann machen wir erstmal deinen kleinen Heini da fertig. Der nervt uns nämlich am meisten. So, und jetzt können wir uns um den großen Dicken kümmern. Okay. Das sollte man auf jeden Fall nicht nehmen. Okay. Mhm. Springen. Wir müssen ausweichen, anders killen. Aber kommt leider nicht mit. Dieses Ding. Aber wir haben ihm ein bisschen was zugesetzt. Eieieiei. Der saugt mir meine Ausdauer auch leer wie sonst was, ne? Nein! Danach.
Mann! Blödes, fettes Viech. Da. Ah. Okay. Oh, war der Gegenstand? Scherbe, perfekt. Ah. Was jetzt noch kommt. Oh, ganz schwitzige Hände habe ich. War ja klar, dass nicht nur diese kleinen Hyopais hier sind. Weiß eigentlich, wo der irgendwo daherkam. Kam da von oben runtergesprungen? Hier? Weiß es nicht. Da ist zum Beispiel noch eine Nebelwand. Der bedeuten kann, dass noch ein Gegner kommt. Ja, aber was soll man machen? Wir müssen da rein. Nehmen wir einen Heiltrank lieber. Marschieren mal. Jetzt Schlag auf Schlag hier so ein bisschen. Eine fette Sense. Warte mal. Ja, nichts. Kristall. Kristallhellbade. Nein, ich trinke ja nicht, Depp. Ach Mann, ich wollte nicht wissen. Okay, los geht's. Ganz hübsch. Dann reden die, okay. One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. Hä? Thou must returneth whence thou came. This land is peaceful, its inhabitants kind, but thou dost not belong. I beg of thee, plunge down from the plank and hurry home. Okay. Hier von der Planke springen? Hier? Oh. Okay. Nicht, dass ich jetzt tot bin. Nein, anscheinend nicht. Okay. Ah, wir sind wieder Anno London. Und haben wieder 3 Millionen Gegner hier. Alter. So, müssen wir die ganzen Gegner erledigen hier? Ich glaube nicht, da wir können an der Seite vorbeirennen. Okay, man hätte wahrscheinlich gegen diese Tante auch kämpfen können. Aber wenn ich nicht muss, reiße ich mich nicht drum. Ich will euch gar nicht alle töten, aber wenn ihr das unbedingt wollt. Das halt. Wieder raus hier. Und das wird wahrscheinlich das Gemälde auch gewesen sein, von dem mein Abonnent Sniper geschnackt hat. Gut. Warum es dir das Herz zerrissen hat, sie zu töten, weiß ich allerdings nicht. Böse ist böse, sag ich immer. So, wir gehen mal hier runter. Wo wir da hinkommen. Item? Nee. Aber Leute, ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal weiter. Denn jetzt sind wir wieder ein gutes Stückchen weitergekommen. Wieder in Anno London. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.